Schatz, was kochst du heute? Oh, ich mache heute einen Gulaschpie. Und dafür brauchen wir erstmal Kartoffeln. Bin schon am Schälen. Wir brauchen natürlich Gulasch vom Schwein, Zwiebeln, Milch und ein bisschen Margarine. Die Kartoffeln, die werde ich gleich weich kochen. Das ist unser erstes Projekt. Und dann kommen wir gleich weiter zum nächsten Schritt. Das ist ein Resteessen. Das wird nachher alles überbacken. Und man kann Champignons reinmachen. Und man kann auch Erbsen reinmachen. Aber das Grundrezept sind nur Gulaschfleisch, Kartoffeln, Milch, Zwiebeln und Margarine. Die Kartoffeln sind am Kochen hier. Die können richtig schön weich gekocht werden. Unsere Pfanne ist schon knallheiß. Da kommt wie immer unser Öl rein, unser selbstgemachtes. Dazu muss ich unbedingt mal ein Anleitungsvideo mal machen. Ja, kurz warten nochmal. Und jawohl, zisch. Unser Fleisch kommt hier rein. Schön alles verteilen. Dann mal ein bisschen das Fett nochmal. So. Perfekt. Ich habe hier die Zwiebel einmal halbiert. Dann wie immer einfach so ein paar Kanten reinschneiden. In der Mitte einmal rein. Kleine Würfelchen. In diesem Essen kommt es nicht darauf an, wie klein eigentlich alles ist. Es ist wie ein Resteessen, nur mal ein sehr kreatives. Wir haben zum Beispiel Champignons noch dabei. Die Champignons einfach in der Mitte einmal durch und dann einfach mundgerechte Stücke und hier mit drauf. So, der Knoblauch, der sollte auch nicht zu fein, kleine Stückchen, damit man noch was zum Beißen hat und Aroma im Mund hat. Unser Fleisch hat eine wunderschöne Farbe. Ich gebe jetzt noch die Zwiebeln dazu. Muss natürlich alles noch viel gröber gekocht sein und alles. Und unser Knoblauch. Ich habe hier einen kleinen Topf, da kippe ich Milch rein für die Kartoffelpüree zum Erwärmen. So, das Fleisch, das lassen wir natürlich schmoren noch. Und unsere Kartoffeln sind fertig. Nehmen wir runter. Gießen die ab. Einmal kurz warten hier. Jetzt zurück in den Topf. Jetzt haben wir hier Margarine. Man kann Butter nehmen, Margarine. Das ist eigentlich egal. So. Jetzt können wir schon mal hier so ein bisschen stampfen. Wir warten noch auf die Milch. So ein bisschen Salz machen wir rein. Zwei Prisen. Die Kartoffel braucht immer so ein bisschen Zucker auch natürlich. Auch nochmal so eine Prise. Alles ein bisschen verrühren. Schön warm. Wir wollen es cremig. Oh, es sieht richtig cremig. Ja, ein großes Glas Milch auf 1 Kilo Kartoffeln sollte reichen. Also lassen wir stehen. Jetzt sehen wir unsere Pilze. Die holen wir auch noch mit in die Pfanne. Wie gesagt, das ist ein Resteessen. Ich kann das nur wiederholen. Man kann alles reinhauen, was man will eigentlich. Ich habe hier noch ein paar Erbsen. Ich habe die über. Ich packe die einfach rein. Wir stehen auf Erbsen, aber sie müssen nicht hier rein. Man kann Tomaten reinmachen, Paprika. Eigentlich alles, was gemüsetechnisch dazu passt, alles eigentlich. Man kann das ganze Gericht auch vegetarisch machen, wenn man will. Es ist nicht ein Fleischmuss. Ich würze jetzt noch. Ich mache hier so einen halben Esslöffel Pfeffer. Und einen Esslöffel Paprikapulver, edelsüß. Alles noch mal ein bisschen mischen. Unsere Schalen. Alles schön verteilen. So, das sieht super toll aus. Jetzt zeige ich euch noch einen Trick.
Ich habe hier ein Eigelb, steht nicht im Rezept, muss man auch nicht machen. Es ist einfach nur dafür da, dass wir so ein bisschen Farbe reinkriegen wollen gleich. Dass es für die Kamera schönen braunen Effekt hat. Sieht super schön aus, das kommt jetzt in den Ofen. Höchste Stufe direkt unter dem Grill. Wir haben Umluft 200 Grad. 200 Grad 20 Minuten. Und wenn wir 20 Minuten erreicht haben, dann drehen wir den ganzen Ofen auf 180 Grad runter und machen Grillfunktion. Und dann flambiert das alles nochmal schön und dann wird alles richtig knusprig. Guck mal unser Gulasch an. Da ist es. Super easy, schnelles Gericht. Gar nicht mal so ungesund sogar. Nein, das war Spaß. Das ist total gesund, das Essen. Stechen da so ein bisschen portionsweise rein. Und heben das einfach raus. So, hier haben wir den ganzen Sud noch. Hier ist das Fleisch. Kartoffeln. Pilze. Das ist unser Essen.